Monatslohn eines Kanalarbeiters beträgt etwa 800 Mark. Davon ziehen wir ab, was er zum Leben nötig hat. Aus dem, was übrig bleibt, errechnen wir die Zahl der Monate, die unser König Manuel brauchte, um sich sein Königreich aufzubauen und für etwa 30 Jahre zu unterhalten. Mit Kühlschrank! Wie viel? 15 Monate Arbeit! Mit Waschmaschine, mit Elektroherd und Infrarotgrill. Mit Badezimmer. Und Fernsehton. Waschmaschine, 40 Monate Arbeit. Elektroherd, 13 Monate Arbeit. Badezimmer, 50 Monate Arbeit. Fernsehtruhe, 75 Monate Arbeit. Ein komfortables Auto. 1082 Monate Arbeit. Mit Rasenmäher samt Garten samt Laub. Wie viel? 155 Monate Arbeit. Jetzt die Summe. Der Medizin wird ein 119-jähriges Leben bald normal sein. Um dieses Königreich vererben zu können, braucht unser König jetzt eine Königin! Schaffst du es. Auf jeden Fall besser als eine gewöhnliche. Schau, sie passt genau zu deiner Größe. Wenn du das Licht ausmachst, merkst du keinen Unterschied. Sie hat alles, was du brauchst. Du brauchst keine Pille, keinen Pelzmantel, dir werden keine Hörner aufgesetzt. Sie ist immer guter Laune. Das ist eine solide Sache! Die hält was aus! Die nimmt sich nicht so schnell ab, die Lisa! Ach, die traumatisiert einfach nicht! Schon allein die Krankheiten, nur die Frauenkrankheiten! Für die gibt es eine Garantie. 20 Jahre Jugend ohne jede Krankheit. Wenn man die Luft ausgeht, gibt es ein Pflaster drauf, das merkt kein Mensch. Ich schlage vor, dass wir zu Ehren unseres Königs Manuel, der Spanier ist, das Lied der Legion Condor anstimmen. Was wollen Sie fahren? Da ist ein Gehirn, der Legion des
Versprochen, er kann sicher sein, dass er es bekommt. Bei uns ist der Kunde König! Wir alle sind Könige. Wir sind alle gleich. Aber das ist doch nicht möglich. Es gibt dünne Könige und dicke Könige. Was sagt er da? Das gibt es jetzt nicht mehr. Wir sprechen alle die gleiche Sprache. Wir sagen alle dasselbe. Wie die politischen Parteien! Die Parteien vielleicht. Aber nicht die Kanalarbeiter! Kanalarbeiter? Sollen wir die Internationale sehen? Wacht auf, Verdammte dieser Erde! Wie steht's mein Gott zum 110? Sorgen gemacht. Das war nicht nötig. Da du das sagst. Sherry und la cabeza. Siéntese, por favor. Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Ich bin ein König. Ja? Manuel, mira en qué estado te encuentras. ¿Crees que esto oh, es vida? Déjame ir. Ja, ohne Land. Ohne Rechte. Verstehst du, was ich meine? Ich erklär's dir. Ja!
bin zurückgekommen, um euch das zu zeigen. Die Bergarbeiter steigen in das Touring. Hier. Hier. Kämpfe in der Universität in Barcelona. Na? Hier. Na? Sogar der München Glöstern sind auf ihrer Seite. Wer? Was will er denn? Aber wir sind doch jetzt alle Brüder. Aber wir verstehen uns doch, oder? Hm? Na, helfen wir ihnen doch. Zu spät. Die Sendung ist vorbei. Viel Glück. Anders, immerhin ein Fortschritt.